für mich nur ein paar Minuten später, für euch 7 Tage später. Willkommen auf dem Bushcraft Rock mit den dreisten drei und dem Kackimann Nummer 4 auf dem Klo. Leider, wie gesagt, ohne Atze. Ja, für euch gibt es ein paar Eindrücke vom Treffen. Nachher gibt es was Geiles zu essen und zu trinken. Nee, trinken werden wir heute nicht. Ja, Wasser. Wasser. Gute. Ich habe noch eine Cola Light, koffeinfrei dabei. Zero. Bitte. Zero. 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 Ich hätte gern frisches Quellwasser. Das gibt's da hinten, tatsächlich. Ja, viel Spaß. Ja, der Platz hier ist eigentlich wirklich schön gelegen. Hier geht zwar ein Wanderweg durch, aber jetzt die Stunde, wo wir hier waren, ist noch keiner entlang gekommen. Auf dem Zeltplatz alles so ein bisschen mit den Hackschnitzeln gemacht. Sieht zwar schön aus, aber die Heringe gehen entsprechend schlecht rein. Sigi wiederbelebt gerade seine Isomatte. Hinten an der Howie. Der Goose hat hier oben die Hängematte aufgehangen. Und Felix baut dort hinten im Wald auf. Hier vorne wäre noch ein schöner Platz gewesen für den Atze. Schade, dass er heute nicht dabei sein kann. Ja, hier geht es jetzt weiter mit dem Begrüßungstrink. Wir sind zwar schon ein bisschen hier, aber hier ist der Begrüßungsdrink, ein Gin Basil Smash. Zitrone, Zuckersirup, Gin und das, die Zitronen, das Zuckersirup schon mit dem Basilikum aufgemixt. Fein, fein. Ah, du hast es schon. Deswegen war das grün. Deswegen war das. Heute kriegt News. Deichkind. Dankeschön. Ich habe einen zu viel gemacht, Atze, das wäre deiner gewesen. Ja, ich mach das. Ladenfleisch, klein geschnitten, angebraten, schön mit Senf bestrichen. Hier unten brutzelt der Speck, Tomatenmark drauf. So. Wie löschelst du ab mit dem Rotwein, oder was? Ne, jetzt kommen ganz die Zwiebeln. Ah, die Zwiebeln, ja. Schon ganz schön voll, der Topf. Nebenan wird noch vom Sigi Gurke geschnitten. Und dann wird es ein klassischer, ja, eigentlich die Roulade, wie man sie kennt, aber halt nicht gerollt, sondern als, ja, Gulasch geschnetzeltes. Richtig gut. Okay. Hi, gutes. Der sucht sich eine Astgabe für sein Kind. Ja. Auto beschlagnahmt auch, ne? Bei ihm. Aber das kennt man ja auch aus der Schweiz, oder? Da brauchst du ja nur mal 30 km/h zu schnell geblitzt werden, dann ja auch, kannst du auch richtig Pech halten. Die ist durch. Nichts angebrannt, ne? Ne, fühlt sich nicht so an. Fühlt sich
sich alles fluffig an unten. Super. Hier mit der Kamera rein. Freunde, das Essen ist fertig. Schöne Knödel, Rotkraut und hier der Hauptdarsteller des heutigen Abends, der Rouladentopf. Sehr geil. Guckt euch mal die Konsistenz von der Soße an. Absolut perfekt. Schön schlotzig. Schön schlotzig. Urig. Urig, ein uriger Topf hier. Oh, geil. Nice. Lasst es euch schmecken, Jungs. Ja, vielen lieben Dank fürs Kochen. Mega geil. Normal hast du halt dann so eine Rolle, da ist dann in der Mitte der Speck drin und die Gurke und so. Und dann schneidest du das auf und dann hast du das halt so, das zerfällt halt auch. Aber ich finde, das ist noch geiler eigentlich. Ja. Wie so ein weil du hast halt nicht diesen Stress mit dem Rollen. Und du hast vor allem, ich finde auch bei der Roulade. Spieß im Gesicht. Bei der Roulade hast du manchmal, dass die auch schon, das Fleisch schon trocken wird. Das ist hier gar nichts. So. Nee. Na ja, gut, das liegt vielleicht auch ein bisschen am Dutch. Ja. Richtung Züricher Geschnetzelt ist, ne? Ja, da ist Kraut, Sauerkraut, ne, das ist Zegediner. Das ist Zegediner. Oder, Felix? Ja, aber... Aber Zürcher ist doch Schwein, oder nicht? Ne, ist Lamm, das ist Kalb. Ja. Sehr lecker, mega. Aber ist gut, ne? Schwein. Ja, genau. Nett geschmort. Lecker. Mach ich mir doch gerade noch mein letztes Bier. Ich hab so eine schöne Schwere. Schwere. Ich weiß, wie es mich ruft. Romsinki. Schönen guten Morgen zusammen. 8:30. Hab jetzt über 7 Stunden gepennt. Bei Pennen. Der ist ganz schön am Schnarchen hier, Mann. Naja, ich stehe mal auf. Ja, der Felix ist auch schon wach. Gus bewegt sich auch schon seine Hängematte. Willkommen zu Tag 2 vom Bushcraft Rock. Ich gehe mal Feuer machen. Und einen Kaffee. Dann geht's los. Guten Morgen alle mit euren Nacht. Der Matze macht schon Feuer. Ich versuch's. Er versucht es. Aber er hat das schon zweimal gemacht. Wer kriegt das hin? Ich habe leider keine Birkenrinde. Man sagt doch, die hätte ätherische Öle. Echt? Würde sogar bei Feuchtigkeit brennen. Wow. Das wusste ich noch nicht. Was man hier alles dazu lernt. Ja. Hier ein Spann drin. Frühstück ist fertig. Heute Morgen gibt es Reste von gestern. Die Knödel nochmal ein bisschen angebraten. Und da ja ein bisschen Atzes Portion, die hier fast übrig geblieben ist, bis auf die Knödel. Ja, verteilen wir jetzt. Und dann schmeißen wir nichts weg. Also Leute, ich kann euch sagen, der Rouladentopf ist nochmal eine Nummer geiler als gestern. Die Knödel knusprig angebraten. Richtig cool. Hat die Nacht ordentlich durchgezogen, das Ganze. Sau lecker. Im Hintergrund hört ihr vielleicht schon oder seht ihr schon. Seht ihr schon. Sieht man, anscheinend durch den Nebel verdeckt. Der Mann mit den nackten Beinen. Ziggy Pop ist wach. Gus wollte noch kurz ins Auto was holen gehen. Er ist schon seit einer halben Stunde weg. Definitiv. Danke sagen. Lasst es euch schmecken, Jungs. Danke. Sie hörten uns an. Weißt du, wie ein Igel? Der Falke.
Oh, ein Igel ist richtig übel. Weißt du, wie ein Igel macht? Die schmatzen. So. Ja? Ja, es geht schon auf 11 Uhr zu. Es ist halt hier die Zelte im wahrsten Sinne des Wortes abzuschlagen. Aufbruchstimmung. Alles wegpacken. Dann geht es anschließend zum nächsten Platz. Und ja, dann nehme ich euch wieder mit dazu. Bis gleich. Müssen wir da hoch? Nein. Ja, ich glaube, das ist sogar eine Wildmergis. Ich glaube, das ist aber eine Schwarzmergis mittlerweile.